Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Places mit mir, mit dem Olli und dem Max. Jetzt sind wir wieder aktuell in einem schönen Hotel mit vielen Möbeln, aber mehr verrate ich noch nicht. Wir haben noch ein Schwimmbad gefunden, da kommen wir gleich dazu. Und es ist auch wieder so ein 2-3 Stockwerke Hotel. Schön auf jeden Fall. Das Objekt hat einiges zu bieten. Und würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Let's go! Jetzt immer. Ich glaube, aktuell befinden wir uns hier in so einem gewissen Aufenthaltsbereich wahrscheinlich, wo die Gäste hier wahrscheinlich verweilt haben, ihre Zeit und unterhalten haben oder sonstige Aktivitäten. Da gehe ich mal stark davon aus. Schöner, großer Raum oder man könnte fast sagen Saal. Also schon groß. Respekt! Hier entstand sogar ein Hallenbad. Nicht schlecht, findet man selten in Hotels. Vor allem, was mir gefällt, ist eher das Motiv an der Wand selber. Die ganzen Kacheln, schaut echt schön aus. Und natürlich hat man hier das Becken. Und wenn man hier auf die Infotafel schaut, hat man hier eine Wassertiefe von 1,35 Meter gehabt. Und natürlich steht drauf, ohne Badekappe bitte nicht ins Wasser. Hier haben wir noch eine separate Dusche gehabt. Natürlich fängt das Hotel auch schon langsam an zu schimmeln. Der ganze Altersverfall aufgrund der Natur. Lost Places Next Generation und Max Urb Fotografie. Beide in der Videobeschreibung verlinkt natürlich für euch. Betrachtet gerne die Fotos von den beiden. Sind extrem geil. Ich kann die Räume noch nicht so unterscheiden. Auf jeden Fall haben wir sehr schöne alte Möbel hier. Mit der Lampe alleine schon. Die ganzen Stühle. Und natürlich auch hier in dem Bereich. Hier sind wir so noch Reservierungskarten. Wahrscheinlich der Tisch selber. Das war nur das Fenster. Aber wir sind nie bei solchen schönen Objekten. So eine schöne lange Couch. Ja, schön. Gefällt mir, hat schon einen altmodischen Stil, aber gar nicht so schlecht. Allein hier der Teppich ist im Hotel übrigens komplett eingelegt. Hier sind Dokumente, die filme ich mir jetzt eben nicht. Und hier haben wir, keine Ahnung, was haben wir hier, eine Kontrollflüssigkeit, Chlor, wahrscheinlich so einen gewissen Test, oder? Einen Wasserprüfsatz, okay, nicht schlecht. Um halt eben wahrscheinlich die Chlorwerte zu testen. Und genau hier. Haben wir den Eingang, den eigentlichen. Hier ist die Rezeption, Glasscheibe, das Telefon, wahrscheinlich Wandgerät, weil hier zwei Kassetten drin sind. Scanner bzw. Druckmaschine, gehe ich mal davon aus. Ist so uralt, aber dürfte mal die Funktion gehabt haben. Und hier hat man quasi die Rezeption gehabt und die Anmeldung für ein Hotelzimmer oder ja, was auch immer. Haben wir zum Beispiel noch einen schönen Raum gefunden.
wissen leider nicht, inwiefern. Ich meine, Schränke. Was cool anzumerken ist, ist der Spiegel. Schön. Man findet selten Spiegel noch Spaces, die gut erhalten sind. Und nicht vergessen, einen alten Telefon. Ah, da haben wir sogar noch ein Bett gefunden. Yep. Das ist eine alte Matratze, ein Bett durchgelegen, ein paar Magazine, da ist ein Fernseher, Videokassetten sogar noch. Und hier. Ja, ein altes Zimmer gefunden mit ziemlich viel Stil. Und hier haben wir auch nochmal ein Zimmer, ebenso mit einem Bett. Sogar ein bisschen schön hergerichtet. Hier hat man auch so einen alten Fernseher, genau. Und halt eben die ganzen alten Möbel. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal langsam in den zweiten Stock hoch, weil Küche haben wir leider nicht vorhanden, bzw. die ganzen Geräte sind nicht mehr da, sind entwendet worden, beziehungsweise ja. Rausgeschmissen, wahrscheinlich für einen Shot, um halt eben noch ein paar Gelder zu erzielen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts vergessen hier. Ab nach oben. Thank you.
Genau. Ja, dann die Küche. Wie ihr sehen könnt, alles schon raus. Das Einzige, was hier noch steht, ist ein Fernseher. Keine Ahnung warum. Zumindest ist der etwas neuer als die anderen. Und die Küche ist komplett raus. Schade eigentlich, ja. So, das war's auch wieder vom Gebäude. Ein schönes Hotel im alten Stil, natürlich mit großem Saal, mit einem Schwimmbad natürlich und mit vielen alten Zimmern, mit Holzschränken auf eine gewisse Art und Weise. Also ein geiles Stil, es ist ein geiles Objekt. Wir waren das ziemlich oben, also ich glaube vierten Stock oder so, oder dritten Stock, das habe ich gar nicht mitgezählt. Ansonsten hat es einiges zu bieten. Die Jungs machen so ein paar Fotografie, also sprich ein paar Fotos natürlich für Instagram, Facebook und so weiter, man kennt es einfach. Wenn das Video euch gefallen hat, natürlich Daumen da lassen, Abo da lassen und natürlich Kommentare, falls ihr Fragen habt zu dem Gebäude oder sonstiges. Ja, Location wird natürlich geschützt, ganz klar, also keine Kommentare in solcher Art bitte. Und wenn das Video euch gefallen hat, einfach Abo da lassen, würde mich freuen. Ansonsten schönen Tag, schönen Abend oder guten Morgen, wann ihr auch immer das Video schaut. Natürlich danke und bis zum nächsten Mal. Haut rein!